Hey, wie geht's zu einer weiteren Folge von DSJ4? Ja, sind wir zurück und ja, heute geht's weiter hier. Und wir schauen uns mal an, was es so für Duelle gibt. Ob wir irgendwas auf einen Blick sehen, irgendwelche innerländlichen Duelle oder sonstigen spannenden Duelle. Naja, ich sehe sonst keine spannenden Duelle unbedingt direkt hier, aber ich sehe ein innerländliches Duell, nämlich Etonussian gegen Nico Gütersauer, die hier in letzter Zeit ziemlich gut waren. Und mal gucken, es sind zwar viele Länder doppelt nebeneinander, aber die sind dann hier in zwei verschiedenen Duellen nacheinander. Na gut, wir fangen mal an mit einem interessanten Duell, nämlich David Kubacki gegen Junichiro Kobayashi. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon, aber ich bin mir nicht sicher. Kann einfach nur sein, dass es auch gegen Ryoyo Kobayashi war. Ich bin mir nicht sicher, aber Kubacki war auf jeden Fall gegen den Japaner involviert. Und wir starten heute mit 132,5 Meter. Wie gesagt, wenn man hier seinen Duellpartner schlägt, ist man am sichersten im zweiten Durchgang. Weil ich weiß nicht, ob dieses Mal man sich auf die Lucky Loser Weite verlassen kann. Junichiro Kobayashi auf jeden Fall stark. 137,5 Meter sind 139,5 Punkte. Das hatten auch schon ein paar Leute in der Quali. Aber ja, das sind mal Punkte, die nicht schlecht sind. Und das ist Rang 1. Stefan Kraft gegen Muhammad Ali Bedia. Auch interessant. Ja, nicht ganz vorne. 133 Meter, gute Noten. Das ist auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal, was jetzt der türkische Springer hier rausholen kann. Wir werden sehen. Ja, Bedia ähnlich weit. Aber die Noten lassen dann zu wünschen übrig. Sogar einen halben Meter weiter, aber die Noten haben ihn dann im Stich gelassen in dem Fall. Kraft gewinnt dieses Duell gegen Muhammad Ali Bedia. War knapp, aber hat gereicht. Eric Belshaw gegen Noki Nakamura. Auch ein seltenes Duell. Japan gegen USA, und trotzdem. Nichtsdestotrotz, 135,5 Meter von Eric Belshaw sind schon stark. Und da geht er mal komfortabel auf Rang 2. Mal gucken, was der Japaner hier leisten kann. Der ähnlich weit kommen kann, oder nicht? Nee, das auf jeden Fall nicht. 128,5 waren es für ihn. Das ist zu wenig. Damit gewinnt Eric Belshaw dieses Duell. Frederik Willumsort gegen Alex Insam heißt die nächste Paarung. Der Norweger ist jetzt damit schon in der Luft. Ist jetzt auch eine gute Weite in den Schnee, ich wollte schon sagen in den Sand. Aber das hat er nicht. 135 Meter jetzt hier, Rang 3 im Moment. Alex Insam, was kann uns der Italiener hier zeigen? Das ist eine verdammt gute Frage. Ist immer wieder mal für eine Überraschung gut, aber da war er leider einer der, die daneben getreten sind. Mit 117 Meter, ja, da ist man weg im Normalfall. Außer es haben beide so einen Fehltritt. Dann ist natürlich Glück. Gregor de Schwanden darf jetzt ran gegen Alexander Schnieschall. De Schwanden 133,5 Meter, auch gute Noten, aber hinter Kraft. Schauen wir mal, was Alexander Schnieschall hier zeigen kann. Wind ist vielleicht nicht auf ganz auf seiner Seite. Im Absprung war er, glaube ich, ein Ticken. Also wirklich ein Ticken, nur zu spät. Und deshalb verliert er auch dieses Duell tatsächlich. Damit wird er wahrscheinlich aus den Top 10 des Gesamtweltcups auch rausfallen. Nun ja, oft geht's blöd, ne, sage ich jetzt mal. Antti Aalto gegen Andrea Campreger. Alter normalerweise auch eher in der Favoritenposition, aber der hat seinen Sprung hier mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Sorry, ich muss ihm noch schnell das Kabel wieder anstecken neu. Das bedeutet 123 Meter und Rang 10 nur. Und ja, da braucht Andrea Campreger jetzt nur den Absprung erwischen. Mal gucken, was der Italiener hier schaffen kann. Ja, nicht die weltbewegendste Leistung, aber 130,5 Meter reicht in diesem Duell halt, ne? Kann man sagen, was man will. Und so ist es eben, Rang 9 für den Italiener. Aber er ist dabei und vielleicht schafft es ein Schnieschol oder ein Kubacki nicht.
Im Fall in den zweiten Durchgang dann. Wir werden sehen. Johann André Vorfang gegen Vitali Kalinitschenko. Vorfang war ja letztens sehr, sehr stark. Heute 130,5 Meter, Rang 11. Das ist auch jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber Vitali Kalinitschenko kann damit vielleicht die Chance nutzen, das erste Mal Punkte zu machen. Schaut auf jeden Fall gut aus. Ja, der war ganz stark sogar. Das waren 138,5 Meter und geht damit in Führung sogar. Wow, da macht er aber confident Punkte heute. Ante Lanišek gegen Marius Lindwig jetzt. Wow. Ja, er war auch ganz stark. 138,5 Meter auch hier von Ante Lanišek. Der ist zwar nicht so weit vorne wie Kalinitschenko, trotzdem Rang 2. Erstmal hier für den Slowenen. Marius Lindwig, was kann er hier schaffen? Auch der schaut nicht verkehrt aus. Ja, wird sich hoch auf der Lucky Loser Liste platzieren damit. Nämlich auf Rang 3 generell und auf Top 1 der Lucky Loser Wertung. Und 0,3 Punkte trennt die beiden hier. Mal gucken, wer dann am Ende weiter vorne steht. Kamil Stoch gegen Roman Kudelka jetzt. An der Stelle. Herr Kamil Stoch hat auch leicht den Absprung versäumt. Aber nicht ganz so krass. 131,5 Meter. Das ist Rang 12 damit. Naja, schauen wir mal, was jetzt hier ein Roman Kudelka rausholen kann. Kommt auf jeden Fall ein bisschen besser raus. Auch nicht viel besser von der Weite her. Und es geht sich tatsächlich auf den Zehntelpunkt aus. Die besseren Noten haben es in dem Duell gerichtet. Damit ist Kudelka vor Stoch. Und Stoch wahrscheinlich draußen, denn er ist schon ein Fünfter auf der Lucky Loser Wertung. Naja, so schnell kann es gehen. Daniel Vasiljev gegen Remo Imhof jetzt. Wer kann sich da durchsetzen in diesem Duell? Ja, Vasiljev auch nicht wirklich einen guten Sprung gefunden hier. 126,5 Meter. Das geht auf jeden Fall besser. Schauen wir mal, was hier der Schweizer rausholen kann. Ja, das war auf jeden Fall deutlich besser. Und 35 Meter, das ist Rang 6 im Moment. Nächstes Duell, Daniel Čofenik gegen Domen Prejuc. Auch ein cooles Duell. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Er drückt vielleicht ein bisschen zu viel drauf. Čofenik hier mit 132 Meter, Rang 11. Naja, wir werden sehen. In der Lucky Loser Wertung wäre er damit mal auf Rang 3, falls er verlieren sollte. Domen Prejuc jetzt. Auch er kommt nicht super duper weg. Das wird ähnlich wieder sein. Sehr ähnlich. Aber es geht sich nicht aus für Domen Prejuc. Da fehlt ein Meter ungefähr. Sage ich jetzt mal so. Und Čofenik gewinnt dieses Duell. Domen Prejuc damit auf Rang 5. Tatsächlich der Lucky Loser Wertung. Also auch er muss sich erstmal hinten anstellen. Deutsch-österreichisches Duell, sehr geschichtsträchtig. Wir starten mit Philipp Raimund gegen Jan Hörl. Raimund leider auch eher nicht so gut mit 126 Meter. Das war leider nichts. Mal schauen, ob Jan Hörl da mithalten kann, zumindest. Oder weiterspringen. Wenn, dann springt er viel, viel weiter. Aber wie gesagt, er muss mal den Absprung hier erwischen. Und das tut er auch. Ist jetzt nicht der weltbewegende Sprung, den er sich vielleicht erhofft hat, aber er ist auf Rang 10 im Moment und auch im zweiten Durchgang damit. Nächster Deutscher, deutsch-bulgarisches Duell jetzt, Stefan Leier gegen Wladimir Zografski. Ja, die Deutschen mit Rang 6 hier mit 136,5 Meter, der erste Deutsche, der jetzt ein bisschen abgeliefert hat, kam aber noch genug. Später hier in diesem ersten Durchgang. Wladimir Zografski jetzt. Ja, der kommt auch zu spät raus. Ein Ticken halt.
aber nicht sehr viel. 129,5 Meter, das ist auf jeden Fall schon mal draußen mit Rang 22. Nun ja, Stefan Leier auf jeden Fall dabei. Yefim Maruschak gegen Valentin Foubert. Auch ein interessantes Duell. Ukraine gegen Frankreich hat man, glaube ich, auch noch nie gehabt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, Maruschak macht das solide. Rang 7. Generell beide Ukrainer hier sehr, sehr stark. Valentin Foubert, was kann man von ihm hier erwarten? Sieht auch stark aus. Aber dann doch nicht ganz so stark. Trotzdem, 136 Meter ist trotzdem stark an sich. Rang 8 für Foubert. Rang 2 in der Lucky Loser Wertung damit für ihn. Ist wahrscheinlich auch dann damit dabei. Killian Pyle gegen Ren Nikaido. Sind echt auf unterschiedlichen Positionen, nur Ren Nikaido hat sich tatsächlich dann im Verlauf der Saison ein bisschen verbessert. Pyle jetzt erstmal auf 15, wäre dann auf Rang 4, falls er hier gegen Nikaido verliert in der Lucky Loser Wertung. Mal gucken. Ja, Nikaido macht das ja auch sehr, sehr stark. Kommt weiter. Ist mit 137 Meter auf Rang 5 und Paya damit der viertbeste Lucky Loser im Moment. Damit auch Alexander Schnieschold draußen. So, jetzt kommt das finnische Duell. Nico Kütesau gegen Eto Nusianen. Nusianen müsste ja mit technisch gesehen der Tourneeführende sein. Wenn ich mich richtig entsinne. Also mal gucken, ob er das heute nach dem Springen auch noch ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Der war auf jeden Fall wieder stark. Und ja, er war, glaube ich, in allen drei Springen unter den Top 10. Und den Trend scheint er vorerst mal weiterzuführen, denn er ist mit 137 Meter auf Rang 4. Fatih Ada İpcioğlu gegen Clemens Aigner. Interessantes Duell. Wir werden sehen, was es bringt. Ist mal 132 Meter, Rang 22. Gucken wir mal, ob das reichen kann. Clemens Aigner schafft den Absprung hier nicht wirklich. Und damit ist er draußen und İpcioğlu weiter. Rang 34 nur für Aigner, das ist im Moment der letzte Platz tatsächlich sogar. Keiner hat den so stark verpasst wie jetzt Aigner gerade. Nun ja, oft läuft es halt so. Nächstes Duell lautet auch ein deutsch-österreichisches Duell. Nur diesmal fängt Österreich an mit Manuel Fettner gegen Andreas Wellinger. Der war ganz stark auch. Das sind 139 Meter. Das ist die Führung tatsächlich sogar für Manuel Fettner. Starke Leistung von ihm her. Und jetzt geht es noch für Andreas Wellinger hier sich mal weitentechnisch zumindest zu qualifizieren. 133 Meter braucht er. An die kommt er auch nicht ran. Also die beiden echten Protagonisten dieser Vierschanzentournee haben wir beide nicht im zweiten Durchgang. Hier scheitert Andreas Wellinger. Leider, leider. Weiter geht's mit Shiga Jähler gegen Piotr Schiller. Beide im Moment ziemlich weit vorne im Weltcup. Mal gucken, wer sich da heute durchsetzen kann. Ja, Jähler macht das mit 135,5 Meter ziemlich gut. Falls er verliert, wäre er auf Rang 2 der Lucky Loser Wertung. Mal gucken, mal gucken. Piotr Schiller darf jetzt ran. Ja, Schiller auch ein bisschen kurz hier mit 130,5 Meter. Und ist damit weg. Damit gewinnt Shiga Jähler dieses Duell. Nächstes Duell auch ein sehr interessantes. Pius Paschke gegen Halvor Egner Granerød. Es ist wieder ein Curse irgendwie hier bei mir. Bei den ganzen Deutschen anscheinend. 118,5 Meter. Es ist auch wahrscheinlich viel zu wenig. Halvor Egner Granerød jetzt.
Ja, der trifft ihn auf jeden Fall wieder besser. Aber auch solide. Sind 136 Meter und Rang 12 für Granerüde jetzt hier mal. Auch das ist nicht schlecht. Nächstes Duell lautet Daniel Andre Tande gegen Michael Heiberg. Auch das sehr hochkarätig. Ja. Ist Rang 5, 136,5 Meter. Die Noten waren halt sehr, sehr gut. Auch ein verdienter Platz fast ganz vorne. Mal schauen, was jetzt Michael Heiberg hier zusammenbringt. Ja, aber in der Quali ist schon sehr stark. Jetzt auch sehr solide. Er gewinnt zwar dieses Duell nicht, aber mit 135 Meter und Rang 17 sollte er ziemlich gut trotzdem dabei sein. Ja, Rang 3 der Lucky Loser Wertung. Auch damit jetzt ein David Kubacki draußen. Nächstes Duell lautet Andrew Urlaub gegen Carl Geiger. Wir werden sehen. Urlaub hat gerade gut Bedingungen. Das kann er schon mal zeigen hier. 133,5 Meter, das ist Rang 21. Da wäre er vor Paya, falls er verlieren sollte. Wäre er vor Paya. Schauen wir mal, wie das läuft. Carl Geiger jetzt. Und die Deutschen heute alle mit Problemen hier, bis auf einen. Es ist ein Massenausscheiden hier gerade. Das ist echt schade für die Deutschen hier. Aber manchmal, oft geht halt blöd, ne? Oft geht halt blöd. Auch die Norweger, die sonst so stark sind, sind meistens alle hier. Auch die Österreicher sind zwar viele qualifiziert, aber nur hier unten. Hier oben ist jetzt auch nur Malfetten eigentlich. Nun ja, so geht das halt manchmal. Pavel Vasek gegen Giovanni Bresadola. Hätte vielleicht, glaube ich, eine höhere Linie bekommen in der Luft. So nicht ganz. 133,5 Meter Rang 19 wäre Vasek auch dabei, falls Giovanni Bresadola hier einen Sprung auspacken sollte. Bedingungen wären auf jeden Fall da dafür. Mal gucken. Schaut gut aus. Aber da fällt dann trotzdem ein bisschen ab unten. Trotzdem, mit 134 Meter und Rang 18 ist er vor ihm. Nicht weit, aber doch. Und an dieser Stelle holt Vasek mal einen Lucky Loser Platz ab. Ja, damit ist Bedi jetzt am Schleudersitz. Und wir gucken mal, was jetzt Francesco Ceccon gegen Christopher Eriksen Sundahl machen kann. War meines Erachtens ein wenig früh. Aber 130,5 Meter ist immerhin eine solide Marke. Würde zwar nicht reichen, aber schauen wir mal. Wenn Eriksen Sundahl jetzt nicht den Absprung erwischen sollte, dann reicht das auf jeden Fall. Aber in dem Fall war der sehr stark, der Sprung. Und ist mit 138 Meter auf Rang 5 hier im Norweger Sandwich ganz vorne mit dabei. So, ein Duell kommt hier noch. Damit war es safe, B ja noch nicht ganz. Schauen wir mal, was Kaspar Rivalto hier gegen Timi Zajc ausrichten kann. Schaut auf jeden Fall auch stark aus. Der war stark von Kaspar Rivalto. 137,5 Meter, das Rang 3. Sehr stark. Der kommt jetzt auch mehr oder weniger aus dem Nichts. Den muss Zajc erstmal schaffen, den Sprung. Der war jetzt nicht von schlechten Eltern. Das müsste Bedia im letzten Moment rauskicken, ja. Valto gewinnt dieses Duell, aber Seitsch kommt auf Rang 19 auch durch. Und damit ist Bedia im letzten Moment noch ausgeschieden als Lucky Loser. Pavel Vasek gewinnt, ist gerade noch drinnen mit dieser Lucky Loser Wertung. Wir haben ein paar Leute, die aus der Norm hier rausfallen. Aber sonst eigentlich keine großen Überraschungen, sonst so. Nee, sonst nicht. Außer vielleicht noch, wer hat noch verloren? Naja, gut, vielleicht ein Schnieschol. Vielleicht die Deutschen generell. Also, naja, fünf Deutsche waren qualifiziert, einer dabei im zweiten Durchgang. Keine gute Conversion Rate hier. Aber so ist es halt manchmal in der Vierschanzentournee. Besonders hier bei uns, wo alles dann ziemlich random manchmal ist. Und viel auch auf Momentum ankommt. Nun ja.
Wir starten mal den Durchgang mit Andrea Campreger. Ja, war auf Rang 30. Mal gucken, was er hier so rausfahren kann. Hops oder Drops? Naja, eher Drops, aber Punkte sind Punkte für ihn. Das ist gut, 126,5 Meter. So starten wir mal diesen Durchgang. Ja, der nächste, der hier gut Glück hatte, sag ich jetzt mal, war Roman Kudelka. Ja, aber auch er ist nicht so ganz krass hier unterwegs. Kommt aber wieder auf eine ähnliche Weite, 129,5 Meter. Das ist wiederum die Führung. Fatih Ada İpcioglu. Ja, da kann man schon eher sagen, dass das nicht ganz unverdient ist. Aber er ist niedriger gerankt gewesen als sein Teamkollege. Sein Teamkollege ist aber ausgeschieden, da er sein Duell verloren hat. Er hat ja gewonnen. Und jetzt zeige ich hier zumindest 135 Meter. Das ist eine solide Leistung. So viel kann man sagen. Daniel Schofenig, bei ihm war es, glaube ich, auch 0,1 Punkte, die entschieden haben über Ausscheiden und dabei sein. Naja, so viel kann er nicht machen, aber trotzdem. Rang 2 nimmt er mit hier. Andrew Urlaub. Ja, hat es auch ganz verdient gewonnen. War knapp, aber doch. Ja, landet bei 130,5 Meter, das Rang 2 wiederum. An dieser Stelle. Schon sehr früh jetzt auch. Jan Hörl, tatsächlich. Mal gucken, was er hier uns zeigen kann. Naja, naja. Ist da, aber nicht wirklich vorne. Rang 2, 133 Meter. War eigentlich wie der erste Durchgang nicht Tops, nicht Drops. Also wieder noch sehr solide, aber auch nicht sonderlich gut, sagen wir mal so. Paul Vasek hat hier ordentlich an Problemen gehabt beim Absprung und landet nur bei 110,5 Meter. Nimmt den Punkt mit heim, aber das war es dann wahrscheinlich auch für ihn. Gregor Schwanden. Als, naja, Lucky Loser weitergekommen ist jetzt, glaube ich, nicht, oder? Egal, wie auch immer. Nur 33 Meter hatte er. Macht jetzt einen auf 135 Meter und ist jetzt mal ja, ein paar Punkte vorne. 5,7 Punkte, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und jetzt geht es dann schon langsam los mit den engeren Abständen der Springer. Ja, Stefan Kraft kommt zwar gut weg, aber das in der Luft war jetzt nicht das Gelb vom Ei, Rang 5 hier an dieser Stelle. Giovanni Presadola. Was gelingt dem Italiener hier? Im zweiten Durchgang. Kommt auch leicht schief raus. Kann das aber noch gut korrigieren. Müsste damit auf Rang 2 landen. So ist es. Rang 2 für ihn. Hier an dieser Stelle. Michael Heiberg, der hat sich vielleicht heute auch mehr ausgemalt, da die Qualifikation relativ gut war. Sein erster Durchgang hat auch gut ausgesehen, aber der ist dann doch nicht so weit vorne wie gedacht. Und aber 137 Meter. Das ist gut. Da kann er auf jeden Fall noch ein paar Positionen gut machen. So viel ist sicher. Timmy Zeitsch darf jetzt ran. Hat sein Duell überraschend gegen Kasperi Walter verloren. Aber war trotzdem auch noch so gut, dass er noch Rang 19 war. Und ist jetzt mit 136 Meter erstmal auf Rang 2. So, drei Lucky Loser sind schon unten. Hier jetzt. Schauen wir mal, was Remo Imhoff hier zusammenbringt. Mit den soliden 135, die er im ersten Durchgang hatte. Er scheint mir ein bisschen zu spät gewesen zu sein, aber nur ein kleines bisschen. Trotzdem, nur 126 Meter, ist Rang 10. Ja, da fällt man gleich durch, wenn man hier unter 130 ist. Fredrik Willemstad war auf Rang 17 nach Durchgang 1. Oh, der ist stark, das spüre ich. Der war ganz stark. Also ein 139,5 Meter. Und das ist mal ein Angriff nach vorne, weil das war der weiteste Sprung bisher. Hier. Und das sind 7 Punkte, die jetzt vor Michael Heiberg ist. Wir werden sehen, was das wert ist. Er war auf Rang 16 und er führt dann mit auch die erste Hälfte des Feldes an. Halvar Egner Granerød. Schon unterwegs. Kommt aber auch nicht wirklich so in die Zacken. Rang 6 jetzt an seiner Stelle. So, jetzt sind wirklich die Hälfte unten, weil anscheinend gab es mehrere Platz 15.
Das heißt, Willemstad führt vor Heilberg und Zeitsch. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Valentin Foubert jetzt. Ach, schade. Da hat er auch den Absprung daneben gesetzt. Ist mit 117,5 abgestürzt und damit nur an vorletzter Position, was echt schade ist, weil er hat echt eine solide Grundfunktion hier gelegt. Jeffjön Maruschiak. Auch gut. Könnte Rang 2 werden. Ist auch so. 137 Meter. Das ist Rang 2, das ist solide. Und trotzdem fehlt noch immer so viel auf die 1. Denn es war auch nicht nur Weitersprung, sondern auch eine super Landung. Und das muss man erstmal abwehren. Abwehren. Schigajela, schon in der Luft. Aber nicht sonderlich weit. Sage ich jetzt mal so. In dem Sinne, Rang 7. Nun gut. Weiter geht's mit Stefan Leier. Ja, auch ihm hat jetzt mehr oder weniger der Fluch der Deutschen getroffen an diesem Tag. 114 Meter. Naja, da ist er 2 Punkte besser seiner. So ist es auch schon. Eric Belscher darf jetzt ran. Ach, er hat sich ein bisschen über seinem Niveau verkauft hier. Rang 14 hier mit 127 Meter, da fällt er dann wieder eher auf den Boden der Tatsachen zurück. So, 10 noch oben. Wer gewinnt hier heute? Wir werden sehen. Ren Nikaido darf die Top 10 hier anfangen. Ja, war stark leicht schief weggekommen zwar. Es kostet ein paar Meter eben, aber Rang 6 ist noch immer gut, denn so weit war er vorne. Auch noch nicht oft dieses Jahr. Jun-Shiro Kobayashi jetzt, nächster Japaner. Ja, scheint auch nicht ganz so vorne zu kommen mit diesem Sprung. 134,5 Meter ist trotzdem solide und ist jetzt ex-aequo mit Michael Heiberg auf Rang 3. Also auch das stark. Und jetzt Eto Nussian, der war in jedem Bewerb in den Top 10 von der Vierschanzentournee. Bei uns hier kann er das heute auch wieder. Der war ganz stark. Eto Nussiainen. 142 Meter hier. Der war super stark, der Sprung. Und das bei dem Wind. Das war der 20. beste Sprung hier überhaupt, den ich hier geschafft habe. Ganz, ganz starker Sprung. Den möchte ich mal speichern, weil der war echt gut. Gut. Der war gut. Einfach nur. Der war einfach nur gut und das ist nochmal eine wahnsinnige Führung. 6,6 Punkte vor Frederik Willemstad. Boah, das muss man jetzt erstmal schaffen. Ich glaube nicht, dass da noch wer rankommen kann. Wahnsinnssprung. Dann André Tande. Da wird wieder ein bisschen einbußen auf jeden Fall. Und zwar gar nicht so wenig, aber doch nicht so so viel wie gedacht. Rang 12 jetzt für Tande. An dieser Stelle. Ja, auch er hier ist sehr ehrgeizig, wahrscheinlich nach seinem Fall im Weltcup ein bisschen. Christopher Eriksen Sundal jetzt. Nun ja. Da hat er wieder einen schlechteren Sprung hingelegt, aber Rang 9, für das reicht's noch. Für das reicht's noch. 5 noch oben. Marius Lindwig jetzt. Was kann er hier rausholen? Kann überhaupt jemand noch aufs Podium schaffen? Das ist die bessere Frage. Wahrscheinlich ja mit dem Podium. Aber trotzdem, weil Marius Lindwig hat es gerade gemacht, 135 Meter. Denn ich wollte schon sagen, weil 137 Meter braucht man auch nicht mehr fürs Podium. Aber man braucht wahrscheinlich 137 Meter, um hier Frederik Willemstad seinen Platz streitig zu machen. Mindestens. Das wird wahrscheinlich noch knapp. Naja, Nussiainen vor Willemstad und Lindwig jetzt. 4 noch oben. Ante Lanišek. Die letzten 4, muss ich dann sagen, sind dann doch ein bisschen weiter vorne gewesen. Aber für einen Sieg hier und heute brauchen die auch über 140 Meter. Und das scheint im Moment ein bisschen unwahrscheinlich. Rang 8 für Lanišek hier. Selbst 135 Meter jetzt von Marius Lindwig waren schon sehr, sehr stark. Also
Und drei noch oben. Kaspar Rivalto, der war auch noch nie so weit vorne. Kann er mit dem Druck hier umgehen? Es ist Norwegen gegen Finnland hier dieses Jahr. So ein bisschen die Story. Aber auch Walter kommt da nicht ran. Trotzdem ein sehr, sehr solider fünfter Rang im Moment. Zwei noch oben. Vitali Kalinitschenko, der hat auch dieses Jahr noch nicht gepunktet. Das wäre auch krass, falls der hier gewinnen sollte. Oder zumindest aufs Podium kommt, das wäre schon krass. Ah, da fehlt auch was, auf jeden Fall. Aber 131,5 Meter ist zu wenig für eine ganz große Sensation, aber trotzdem macht er heute Punkte und das gar nicht so wenig. Also auf Rang 10. Und jetzt nur noch einer. Manuel Fettner. Ja, der war ein bisschen vorne. Der kann sich da mit 135 vielleicht noch reinsneaken auf den zweiten Platz. Wenn er den Absprung erwischt hätte. Den hat er nicht erwischt. Und da muss er jeden Meter noch rausholen und landet zumindest auf Rang 12. Aber ja, so kann das gehen. So schnell kann das gehen. Springen ist hier vorbei. Etunusian gewinnt von Rang 8 überlegen. Vor Frederik Willemsdorf, der mit Rang 16 hier in diesen Durchgang gegangen ist. Und Maris Lindwig war auch ziemlich, ziemlich. Naja, war ungefähr auf Rang 7a, 8 auch in der Richtung. Sechster wahrscheinlich eher. Ja, und hat es noch geschafft, hier aufs Podium zu kommen. Marussia knapp verpasst das Podium. Kaspar Rivalto war auch stark. Und Michael Heiböck ist auch von ziemlich weit hinten nach vorne gesprungen. Ich glaube von Rang 20 oder so auf Rang 6. Also auch stark. Auch Kobayashi, der hat hier auch. Der hat ein bisschen zurückgelegt. Aber wer war denn noch, der ein paar Meter mehr gut gemacht hat, als vielleicht gedacht? Naja, wie auch immer, egal. So ist das Springen ausgegangen. Ich exportiere die Stats und gucke mal kurz, was das in die ersten drei der Verschanztournee dieses Jahr bei uns hier waren. So, das ist der Endstand der Vier-Schanzentournee. Ich habe das jetzt ausgerechnet und geguckt, wer hier vorne war. Und es war tatsächlich Etunusien, aber dann doch nicht mit so großem Abstand wie gedacht. Nämlich Jevgen Marusiak hat Rang 2 in der Vier-Schanzentournee hier in DSJ4 geholt und Rang 3 geht an Daniel Andre Tande. Das dachte ich noch kurz, dass der auf Rang 2 sein muss. Aber nee, es ist Jefen Maruschek und auf Rang 4 war tatsächlich Manuel Fettner, der hier sich für alle Bewerbe qualifiziert hat, aber hatte schon 90 Punkte Rückstand. In dem Sinn, ja, auch einer der wenigen, der das geschafft hat überhaupt. Das waren drei auf jeden Fall, die es geschafft haben und sehr, sehr gut platziert waren. Da gab es dann noch vielleicht noch eine oder zwei Ausnahmen, die mit drei Bewerben gut dabei waren, aber dann im dritten Bewerb entweder einen Durchgang verpasst haben oder gar nicht dabei waren oder sonst irgendwas. Aber ja, so sieht's aus. Ich blende das Bild wieder aus. Wo ist das Bild? Hier oben natürlich ist das Bild. Und das blende ich aus. So, gut. Und dann schauen wir mal weiter, was das hier in der Gesamtwertung des Weltcups zu sagen hat. Ja, Etunusian jetzt mit seinem zweiten Sieg ist er jetzt natürlich vorne auch. War fast nicht anders zu warten. Danach da ein Andre Tande und Christopher Eriksen Sundal. Dann Shiga Jela, auch stark. Und Jefren Maruschek auf 5. Auch ein Piotr Schiller kann da noch mithalten. Die Top 6 sind das hier. Und dann kommt noch Jonathan Vor von Robin Pedersen, Fredrik Willumstad jetzt und Jan Hörl in die Top 10 hier und heute. Und das war's dann mit diesem Springen. Nächstes Mal beginnt dann das Springen in Wissler. Okay, jetzt haben wir erstmal den Skiflug-Weltcup, nee, Weltmeisterschaft, meine Güte, die ich nicht aufnehme. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin springt schon brav weiter.